Diesen Bericht präsentiert euch Liquimolle, Öle, Schmiermittel, Additive, Reinigungs- und Pflegemittel. Motor TV 22, ich möchte euch recht herzlich begrüßen. Nicht gerade glücklich lief es bisher für Peter Scheirer, der in der österreichischen Motocross-Szene mit einigen Problemen, ob technisch sowie mit Verletzungen, zu kämpfen hat. Olymp-Heizungen, Wärmepumpen, Biomasse, Heizkörper, Solar, Bieröl. Olymp, die Wärme aus Tirol. Ging es aber am letzten Wochenende mit respektablen Zeiten und perfekten Ergebnissen zu einer erfolgsversprechenden Wende. In Oberndorf, wo alles mit einem relativ guten Qualifying begann, B9. Der erste Lauf, der Start, war gut und ich konnte mich auf B5 festfahren. Doch dann stürzte ein Fahrer schwer und das Rennen wurde abgebrochen. Danach folgte der Neustart. Bei dem kam ich leider nicht so gut vom Start und musste in den ersten Runden viel kämpfen. So fehlte mir am Ende die Kraft für B5 zu halten und fuhr auf B6 ins Ziel. Alpquell, das Mineralwasser aus Tirol. Prickelnd, mild, ohne. Der erste Lauf war jetzt und soweit gut. Ich war an fünfter Stelle. Aber nachher ist leider ein Rennabbruch an den Gersack. Alles Gute. Im Krankenhaus hoffentlich hast du nicht so viel. Aber es ist halt schade, dass ich halt den Platz verloren habe. Und jetzt ist ein Neustart nochmal 25+2 nachher. Speckpumpen, die Hochleistungswasserpumpe, der Garant für deinen Druck in deiner Wasserleitung. Speckpumpen. Im zweiten Lauf war der Start nicht schlecht, musste trotzdem noch sehr viel kämpfen, bis ich zu meiner Position gekommen war. B7. In der Tageswertung kam ich auf den 5. Platz, mein bisher bestes Ergebnis bei einem österreichischen Staatsmeisterschaftslauf. Ich war zufrieden mit mir, aber fahrerisch und konditionell fehlt noch einiges auf die ersten Plätze. Mit viel Konsequenz und hartem Training möchte ich diese Saison noch auf einen Podestplatz fahren. Das wäre ein vorläufiges Ziel für die heurige österreichische Staatsmeisterschaft. Ja, und schaut rein auf www.tv22.tv. Nutzt das Gratis-Abo und ihr seid immer laufend informiert. Ich wünsche euch eine spannende Zeit. Dietmar Brückel von TV22. Diesen Bericht präsentierte euch Liquimolle. Öle, Schmiermittel, Additive, Reinigungs- und Pflegemittel.